Heute geht es nochmals kurz um den oxidativen und nitrosativen Stress. Und als Interview-Gesprächspartnerin habe ich heute Anja Seidner. Anja, vielen Dank, dass du heute dabei bist und sei herzlich gegrüßt. Hallo, guten Morgen, Karl. Wie immer gerne. Und wir sehen eben häufig in der letzten Zeit sehr schlechte Werte bei unseren Patienten, unter anderem eben, ich schlage es mal auf, im oxidativen und nitrosativen Stressbereich. Ich habe es hier mal aufgeschlagen. Das ist das Nitrotyrosin, was wir regelmäßig testen. Wir sehen hier oben auch, steht auch nitrosativer Stress und Mitochondrien. Anja, erzähl mal was über Nitrostress, wenn wir solche Werte sehen. Ja, Nitrostress Mitochondrien hängt natürlich zusammen. Da komme ich gleich drauf zurück. Was ist Nitrostress? Nitrostress ist eine, ich würde mal sagen, unkontrollierte Produktion von Stickstoffmonoxid, die dann entsteht, wenn wir irgendwo im Körper schwelende Entzündungen haben. Ja, schwelende bis lodernde Entzündungen. Da gibt es alle Bandbreiten. Ursachen kann das haben, verschiedenste Art. Das können LPS-Keime aus dem Darm sein, was es ganz, ganz häufig ist. Kann auch einfach sein, dauerhafte Unverträglichkeiten, dass einem ständig aus dem Darm der Mülleimer ins Blut gekippt wird. Auch das. Schwermetallbelastungen finde ich ständig in der Mikronährstoffanalyse. Das können sein virale Belastungen, die ja gerade wieder aus allen Löchern kriechen und die Leute hier alle EBV, Herpesvirenrezidive haben. Auch das zum Beispiel. Um Strahlung natürlich auch, solche Geschichten, um jetzt mal so ein paar Dinge genannt zu haben. Und wenn wir dieses erhöhte Stickstoffmonoxid haben, dann ist das hochreaktiv im Körper. Und der Super-GAU wird draus, wenn das in Verbindung kommt mit vermehrten Sauerstoffradikalen. Vermehrte Sauerstoffradikale entstehen dann, wenn der Körper quasi die Sauerstoffradikale, die bei Energiegewinnung entstehen, nicht kompensieren kann. Da gibt es ein einziges Enzym, das leider keinen Stellvertreter hat, das in erster Instanz angreift. Das ist die Superoxidismutase. Wenn die nicht kann, kann keiner. Und leider kann die aktuell bei fast keiner mehr, wenn ich mich so draußen umschaue. Superoxidismutase Ich habe hier es mal bei 12 ist aufgeschlagen hier. unterirdisch. Ich habe es mal aufgeschlagen. So, Ja. hier unten ist ja die Superoxidismutase. Das ist der Wert, den wir im Labor testen. Die ist Und hier. manganabhängig, wie man sieht. Die benötigt Mangan. Die benötigt auch noch ein paar mehr Stoffe. Die ist Gott sei Dank epigenetisch beeinflussbar, weil würden wir das bei demjenigen, welchen Patienten genetisch messen, würde das auch schlecht aussehen. Man kann da was tun. Aber dann bitte wirklich, was wir in Videos schon angesprochen haben, Hochdosistherapie, Vitamin C und Q10 zum Beispiel dazu. Wenn man nichts tut und lässt es so laufen und betreibt vielleicht noch exzessiv Sport, dann fährt man sein System völlig vor die Wand, weil nämlich diese Sauerstoffradikale sich verbinden mit dem Stickstoffmonoxid und das gibt Peroxynitrit, die Atombombe im Körper. Was passiert? Die Mitochondrien wollen hier dran nicht hops gehen, die schalten einfach ab, wie beim Atomkraftwerk. Und dementsprechend geht die Energie in den Keller. Und wir können dann auch die mitochondriale Aktivität messen im Labor. Wir können die geschädigten Mitochondrien messen. Das sehe ich auch gerade erschreckende Werte. So geht es Wie mir nie auch. zuvor. Also wie nie zuvor. Und wir testen es ja schon seit vielen, vielen Jahren bei unseren Patienten. Und ich bin auch ein bisschen geschockt, möchte ich sagen, was wir hier für Werte tagtäglich sehen. Das ist unser täglich Brot. Und deswegen zeigen wir diese Werte auch jetzt immer wieder ins Bild hier auf YouTube, einfach zur Aufklärung. Sowas kann dann gemacht werden im Labor. Sowas machen Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten wie wir in der integrativen Medizin mit guten Laboratorien zusammen, die wirklich was auf dem Kasten haben, die Labors. Und ja, das ist einfach die Aufklärung, die wir hier machen. Ich darf noch erwähnen, dass in unserer Akademie, die wir gegründet haben, kannst du unten schauen, wo du ja auch in unserem Akademie-Team mit drin bist und fleißig auch Videos machst, Interviews, Antworten gibst, im Live-Zoom mit dabei bist. Leisten wir hier, denke ich, richtig gute Aufklärungsarbeit und bringen die Leute auch weiter. Da kann auch jeder mal reinschauen. Gut, dann noch ein Abschlusswort von dir, Gut. Anja.
Was möchtest du noch sagen? Ich möchte einfach, dass diese Message und noch viel mehr, ja, was unsere Arbeit betrifft, möglichst große Kreise zieht, weil ich sehe gerade viele Leute, die da noch völlig unbedarft sind. Und da sehe ich genau diese erschreckenden Werte. Und es muss nicht sein. Und es ist schwierig im Alleingang hier diese Menschen alle aufzuklären. Ja, also das ist mir das größte Anliegen, dass die Leute da Selbstverantwortung übernehmen können und auch wissen, wo sie sich das Wissen holen können. Ja, und bei vielen brennt die Hütte schon gewaltig. Und bevor sie die Karre an die Wand fahren, würde ich auch was machen. Das sehen wir halt. Und da möchten wir helfen. Aufklärungsarbeit. Sag Aufklärung. Wissen ist Macht. Wissen über die Gesundheit ist Allmacht. Ist ein schöner Spruch. Und in diesem Sinne wünsche ich. Ja, der Spruch nicht wissen macht nichts, der stimmt hier nicht. Ja, nicht wissen ist hier die Vollkatastrophe. Ja, genau. Ja. Ich wünsche euch allen alles Liebe, alles Gute, ganz viel Gesundheit. Ich bedanke mich bei dir, Anja, dass du heute mit dabei warst und sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.